Willkommen zu Hallo dummer Mensch. Ich glaube 5 oder 5 oder 6, ich weiß es nicht genau, ja. Oh, wieder mal ohne Skript natürlich. Ich rede ja immer frei drauf los und heute, ja, worum geht's heute? Um wen geht es heute? Ich denke an eine ganz bestimmte Person, ja, Sascha Kartoffelski. Das reinste Blut und das Arischste, was es natürlich gibt, ne? Vor allen Dingen der Name Kartoffelski. So, es hat so einen Touch vom Ostblock irgendwie, aber naja, gut. Scheißen wir mal drauf, ja. Das soll auch nur ein kurzes Video werden, weil Sascha Kartoffelski, du hast es nicht verdient eigentlich, ja, erwähnt zu werden. Aber ich finde, es sollte trotzdem erwähnt werden, ja. Die Leute sollten wissen, was für ein Mensch du bist. Ich kann nicht beurteilen, was für ein Bruder du bist, was für ein Freund im Sinne von Kollege du bist, ja. Aber ich kann ganz gut beurteilen, was für ein Mensch du bist, ja. Ich kann nicht genauso in eine Schublade stecken, wie du mich in eine Schublade steckst. Und zwar bist du, ja, eine Pussy. Ganz einfach, ja. Du bist groß, du bist fett, du bist hässlich. In meinen Augen. Meine Meinung dazu. Darüber kann man sich streiten. Oder auch nicht. Drauf geschissen, ja, aber Digga, erwartest du etwa Respekt von mir? Für was? Was hast du geleistet? Ja, irgendwo in kleinen Dörfchen, nachts besoffen rumsitzen, wenn keine meiner Sorte, sage ich jetzt mal, ja, dabei sind, und dann irgendwelches rechtes Gedankengut und braunes Gedankengut zu verteilen und irgendwelche Nazisprüche rauszulassen, aber wenn du mich nächstes Mal in der Stadt siehst, Digga, was geht denn? Digga, was ist los? Ja, steh doch dazu, Mann. Wenn das deine Meinung ist, steh dazu. Oder ist es vielleicht eher so, dass du einfach nur zu blöd bist, ja, um über irgendwelche produktiven und interessanten Themen zu sprechen und lieber Migranten oder Menschen mit Migrationshintergrund zu diskriminieren und zu diskreditieren. Dabei bist du selber noch nicht mal arisch, mein Freund. Ja? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Ich bin Adolf stolz. Ich bin Adolf dankbar, ja? Weil wenn Adolf nicht gewesen wäre, wäre ich ja auch nicht hier. Ja, der hat Deutschland, sage ich mal, in den Ruin getrieben. Deswegen sitze ich jetzt hier, ja? Weil mein Opa herkam, um das wieder gut zu machen, ja, was ihr versäumt habt. Naja, Digga, wenn ihr wirklich so arisch bist, dann bitte ich mal darum, ja, dass du mal deinen Stammbaum offenlegst. Dann schauen wir uns das mal genau an und dann können wir noch mal drüber reden. Bis dahin, einen schönen rechten Sonntag für dich, brauner Wichser.